Komm, Schatz, Tempo, Daddy hat's ein bisschen eilig. Können wir Pfannkuchen machen? Oh, Schatz, ich fürchte, wir haben nicht die richtigen Sachen dafür da. Ich glaube, die Milch ist nicht mehr gut. Das kann nicht sein. Ich habe dir extra noch probiert. Für Evan Danielson galt erst die Arbeit. Du hast gesagt, dass wir verkleiden spielen. Daddy muss aber noch arbeiten. Und dann kein Vergnügen. Wir haben doch gesagt, das kommt mal der Tag, an dem du die Decke nicht mehr mit in die Schule nehmen kannst. Und heute ist dieser Tag. Aber jetzt hilft ihm jemand. Wo ist meine Mappe für das Meeting? Ich glaube da drin. Um Gottes Willen. Von dem er das am wenigsten erwartet hätte. Hast du meine Papiere so bekritzelt? Mit Leuten, die sich küssen oder sowas? Die Prinzessin sagt, die zwei Firmen heiraten. Woher haben Sie das gewusst von der bevorstehenden Unternehmensverbindung? Nur durch... Woher kriegen Sie solche Informationen? Du sagst also, die Prinzessinnen erzählen dir Dinge über Firmen? Mhm. Ich hätte da noch ein paar Firmen, über die sie mir was verraten könnten. Von Paramount Pictures. Da sind sie. Jetzt sing ein Lied, das ihnen gefällt. Bitte lass mich bestehen. Ja. Soll mir eine Ader platzen? Bitte lass mich bestehen. Das gefällt ihnen gar nicht. Ja, kann ich nachvollziehen. Und Nickelodeon Movies. Die ganze Branche redet nur noch von ihnen. Finden Sie raus, wo er die Informationen her hat. Er ist nur mit seiner Tochter zusammen. Du musst tanzen. Was, das auch noch? Sie tanzen und sie lachen. Hey, Evan. Hey, wie geht's denn so? Alles klar? Sie spielen mit einer Decke. Sag Olivia Danielson, ihr Vater ist Tier und braucht die Decke. Ich gebe dir $20. Unter 50 läuft bei mir null. Ich habe einen Kaffeegutschein. Ich trinke aber keinen Kaffee. Und was ist mit Tee? Was mit Tee? Sieh aus wie die Königin von England? Auf seine Rübe, Leute! Dieses Jahr. Du glaubst tatsächlich, diese Decke hätte was damit zu tun, mit all dem, was jetzt passiert? Du hast zwei Jobs und einer davon ist Vater zu sein. Und sie muss spüren, dass du den Job genauso wichtig nimmst wie deinen anderen. Stellen Sie sich vor, die Zauberformel, nach der Sie gesucht haben, läge direkt vor Ihren Augen. Was willst du jetzt tun? Wozu hast du Lust? Komm schon! Jetzt habe ich den Dreh raus! Eddie Murphy. Lust auf Pfannkuchen? Was tun wir drauf? Ketchup, Senf, Chilisauce. Lieber Gott. Lieber Gott. Bitte beschütze Daddys Magen. Er hat keiner Fliege jemals was getan, oh Herr. Er hat keiner Fliege jemals was getan, oh Herr. Zu Hause ist er zauberlos. Darf ich um die Rechnung bitten? $400,000. Sie sind ja wohl nicht ganz bei Trost, Herr Ärzte. Sie wollen mich ausnehmen. Bleiben Sie stehen.